Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem dritten Teil der meiner Buchzusammenfassung, meines Buchtipps Weltsystemcrash hier von Max Otte. Und ich habe mir da fleißig Notizen gemacht. Und nochmal ganz kurz, es geht hier nicht darum, dass ich irgendwelche Crash-Videos machen will. Ganz im Gegenteil, ich will einfach nur diese Bücher, die über Wirtschaftskrise, Eurokrise, Börsenkrise und so weiter, mögliche Börsencrashes, die möchte ich einfach genauestens analysieren und diskutieren, hier auch im Internet in meiner Community. Und zwar, damit du und ich uns optimal auf die Zukunft vorbereiten und eben bessere Entscheidungen oder unsere Entscheidungen eben optimieren können aufgrund der Basis unseres Wissensschatzes, den wir stetig und täglich erweitern, ja. Und das Ziel ist natürlich die finanzielle Freiheit und deswegen heißt ja mein Kanal auch Mission Millionär, ja. Und es geht also nicht darum, irgendwelche Schwarzmalerei zu betreiben, ganz im Gegenteil, ja. Ja, und im Kapitel 5, da geht es also richtig ans Eingemachte. Das Kapitel 5 von dem Weltsystemcrash heißt die unbewältigte Finanzkrise. Also das ist letztendlich das alte Lied, dass die Finanzkrise, dass wir letztendlich immer wieder Krisen haben, rein Geldsystem bedingt, ja. Da gibt es verschiedene Zyklen, so wie einfach das System als solches auf Zyklen basiert, was ganz normal ist. Und hier wird einfach beschrieben, dass es nicht jetzt sozusagen die Frage im Raum steht, wann kommt der nächste Crash, sondern der letzte Crash wurde eigentlich nie richtig abgewickelt. Na, das ist eben das Thema. Und aufgrund dessen könnte der nächste Crash, der eigentlich ganz normal ist, umso heftiger sein, weil eben sozusagen noch Pulver aus dem letzten Crash im nächsten Crash, also in der nächsten Explosion, sich angehäuft hat. Das heißt, es könnte dann sozusagen ein Super Crash werden, ja. Also das ist eben das und letztendlich, wie gesagt, ein etwas längeres und sehr informatives, aber auch sehr zähes Kapitel. Ich habe es mir einigermaßen durchgearbeitet und hier mal kurz eingangs das Zitat von, das hier auch wiederum zitiert wird, von 1998. Das war ein Ökonom, ich kenne jetzt nicht Dornbusch, der jetzige Aufschwung wird ewig dauern, wir wollen keine Rezession, wir brauchen keine und weil wir die Instrumente haben, diesen Aufschwung fortzusetzen, werden wir auch keine bekommen. Also hier wird einfach nur über dieses Zitat einfach eine Parallele zur jetzt aktuellen Situation gezogen und wir wissen alle, was nach 1998 passiert ist dann. Also ich erinnere mich da sehr, sehr gut dran, denn das war eine Zeit, wo es einfach auf festverzinsliche Sparbücher noch 7-8% gab, also Minimum, ja. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, denn meine kompletten Kindheitsersparnisse hatte ich immer auf 2-3 festverzinsliche Sparbücher fest angelegt. Das heißt, da konnte ich dann 5 Jahre lang nicht ran. Ne? Habe ich da immer eingezahlt, das weiß ich noch ganz genau, damals auf einer Sparkasse. Und die liefen alle so 97, 98 aus. Und damals, ich war jung, ja, ich war Student, ich habe gebackpackt, ich war in der Weltgeschichte, was weiß ich, alles mögliche studiert und dies und das und jenes ausprobiert, alle möglichen Flausen im Kopf, ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals mein Betreuer damals bei der Sparkasse sich super gefreut hat, weil eins dieser Sparbücher war relativ groß für mich damals, also es waren insgesamt so 20, 25.000 Mark, was ich damals also quasi vom Kindesalter irgendwelche Flaschen gesammelt am Karlsfelder See oder irgendwelche Zeitungen getragen, 3 verschiedene und verschiedene Sachen und schon seit 12. Lebensjahr oder noch früher, ja. Also viele, viele Dinge gemacht und immer zusammengespart, gekratzt und immer sparsam, ja. Also ich war extrem sparsam, wurde einfach so erzogen aufgrund dessen meines Elternhauses, wo einfach jeder Euro umgedreht worden war, schon das ganze Leben, ne? Die hatten eben damals alles verloren im Zweiten Weltkrieg und das ist natürlich dann auch für mich klar, das Umfeld sozusagen hat mich dann auch so geprägt und so bin ich da auch
Und genau 1998, als dieses Zitat hier von Dornbusch eben, ja, da hat sich mein Sparkassenberater damals eben super gefreut, weil das da schon rumlag, ne? Also das war schon längst ausgelaufen, eins dieser Sparverträge, und ich habe damit nichts gemacht, ja. Also es war hergeschenktes Zeit und Geld. Und dann 98, 99, also 98 war es, glaube ich, haben wir gesagt, naja, jetzt machen doch alle Aktien, na, jetzt müssen wir dann auch mal, dann, und dann habe ich also quasi die ganzen, also Ersparnisse alles reingeschoben in Aktien, und ich hatte keine Ahnung wirklich von irgendwas zu dem Zeitpunkt. Ich dachte, ich hätte ein bisschen Ahnung, ich hatte aber gar keine. Und dann habe ich halt dem Bankberater bei der Sparkasse gesagt, naja, und mein Vater auch und meine Mutter, alle waren dort. Und ja, wir wollen jetzt auch Aktien machen, und sie führen uns aber da. Ne? Und dann sagt er, ja, da halte ich ein Auge drauf. Und wenn sich was tut, dann melde ich mich bei Ihnen. Ja, dann rufe ich Sie an. Er hat sich nie bei uns gemeldet. Und ich hätte, glaube ich, eine einzige Aktie gekauft von meinem kompletten Geld. Ich glaube, es war nur die Telekom. Ja? Und wir wissen alle, was mit der passiert ist. Und ich glaube, ich hatte nicht mal eine zweite Aktie, weil ich habe mir gesagt, Sie entscheiden, oder ich habe gesagt, sagen Sie mir eine gute Aktie. Und sagt er, Telekom ist gut, läuft gut, warum soll ich das aufteilen? Ne? Und so ein Bankberater sagt dann auch nicht, nee, Sie müssen diversifizieren und so weiter. Damals, das war noch eine ganz andere Zeit. Die hatten auch damals noch fast keine wirklichen Regularien in der Bank. Ne? Also beratungstechnisch waren die sehr, sehr unterentwickelt für das gemeine Volk. Ne? Also die Vermögensberater für die Reichen, die gab es damals wahrscheinlich schon gute, aber für das gemeine Volk war das Niveau extremst niedrig. Und ich erinnere mich so gut an diesen Typen von damals, weil ich kenne den, der ist immer noch, und der ist 10, 20 Jahre später Filialenleiter geworden, ja, von der gleichen Sparkasse. Und da habe ich mir immer gedacht, was für ein Arsch. Ja? Der wird auch sogar noch weiterempfohlen. Bei dem haben wir unser ganzes Geld liegen lassen, weil es so ein Depp war. Dem haben wir voll vertraut, und der hat uns nichts gebracht. Und wird dann eben 10 Jahre später auch noch Filialenleiter und entsprechend promotet dazwischen wahrscheinlich auch. Ne? So ist die Welt der Sparkassen und Banken. Und da gibt es auch viele nette YouTube-Videos darüber, dass die alle gar nicht so, ja, weder kompetent noch ihren Auftrag als sogenannte Volksbank, also die Bank, da gibt es sogar eine, die heißt so, ja, nachkommen, ne? Also, ja. Also gut, das nur so ein kleiner Ausflug. Eigentlich wollte ich jetzt, habe ich dann noch viel gelabert. Eigentlich wollte ich hier schnell das Buch, aber es bewegt mich persönlich, ja. Wie viele andere da draußen, nehme ich mal an, auch. Und besonders diejenigen, die in meinem, oder die halt einfach damals auch, also ich glaube mal, dass sogar die allermeisten Deutschen bis heute Scheu haben, wie meine Eltern auch, ja, die fassen das Teufelszeug nicht mehr an. Aufgrund dieses einen Events. Es gab hier im Buch beschrieben auch der Weltsystem-Crash, ja, aber da werden alle Crashes beschrieben und kommen vor, die es in den letzten 50, 70 Jahren gegeben hat, seit dem Zweiten Weltkrieg und noch länger. Aber dieser eine Crash, ja, 1998 und danach, also 2000 und wegen, also diese Dotcom-Blase, Der hat es uns wirklich gegeben. Ja. Also das ist wirklich schon bemerkenswert, wie viele Leute da Geld verloren haben. Ja. Also auf jeden Fall, was habe ich mir jetzt ein paar Notizen hier gemacht? Tja. Es wird hier eben beschrieben, zum Beispiel auf Seite 44, was ich sehr interessant finde. Also ich habe hier nur so ein paar Sachen rausgepickt. Weil es soll ja nur eine kleine Zusammenfassung sein. Du sollst dir das Buch selber gefälligst kaufen, ja, und durcharbeiten, weil nur so entwickelst du dein Verständnis für Wirtschaft, Börse und Geld weiter. Also auf Seite 44, finde ich sehr interessant fand, war einfach auf Seite 143. Seit 1981 befindet sich letztendlich die US-Banknotenzins
Notenbankzinspolitik schon rückwärts. Also ich habe ja gerade gesagt, wie viel ich damals noch als Zinsen bekommen habe, ja, quasi auf dem festen Sparbuch, 7-8% waren das, zwischen 7-8%. Eins war, glaube ich, 6,5 oder irgendwie, je nachdem, wie lange du das blockierst für die Bank, ja. Aber natürlich war damals höchstwahrscheinlich die Inflation auch höher. Das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist seit 1981 gehen letztendlich die Zinsen schon rückwärts. Das ist also quasi dieser Rücklauf der Zinsen ist nicht eine Sache, die erst seit ein paar Jahren ist. Das ist auch das, was ich jetzt dazu gelernt habe. Das läuft quasi schön brav stetig. Ja, also die Grafik hier geht also quasi ja, seit 1981 bis heute. Und 2015 war zum ersten Mal eine kleine Wende in der US, ja, was sie ja letztendlich vor einem Monat wieder rückwirkend gemacht haben. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Sehr interessant. Also, das Ganze ist ein Mega-Zyklus, ja, in dem wir uns da befinden, was die Zinsen betrifft, und überfällig, dass er wieder aufwärts geht. Deswegen ja auch 2015 diese kleine Zinswende von der US-Zentralbank, die ja jetzt wieder zurückgefahren wurde. Und das ist eigentlich schon ein Signal. Und man erwartet ja, oder Donald Trump, dass sie weiter zurückgefahren wird. Also wieder gesenkt, nochmal mehrmals gesenkt, im nächsten Wahljahr auch. Oder bei den nächsten Terminen, die halt dann kommen. Und das ist, obwohl eigentlich der Zyklus, dass sie wieder steigt, jetzt eigentlich fällig oder beziehungsweise überfällig ist, seit 1981. Und das ist also schon ein sehr, sehr wichtiges, also allein diese eine Seite in dem Kapitel ist schon sehr aussagekräftig. Ja? Und deswegen habe ich es hier nochmal herausgearbeitet für dich oder für uns. Dann das nächste, ja natürlich klar, was hier auch der nächste Graph ist, 144, Notenbankbilanzen haben sich gefährlich aufgebläht. Also ich meine, es ist halt so, dass von 2008, also von dieser letzten Finanzkrise, die jeder kennt, bis 2014, die Bilanzen halt aufgebaut worden sind, im Sinne von QE. Also QE ist also, dass einfach die Notenbanken übermäßig Geld drucken und dann halt in den Markt reinpumpen. Ja, sowas gab es eigentlich davor in dem Sinne lange Zeit nicht. Ja. Und ich glaube, das letzte Mal, wo das in dem Umfang geschehen war, war so 1920, also so vor dieser Superkrise damals. Ja, das ist auch so ein Indiz ein bisschen, aber gut. Und hier einfach die Zahlen dazu, das heißt also, ja, von 800 Milliarden auf 4,5 Milliarden Notenbankbilanzen haben sich also heute, also von damals circa 7 Billionen 2008 auf 22 Billionen 2018 halt verdreifacht. Aber natürlich muss man eines auch betrachten, dass das Weltwirtschaftsbruttosozialprodukt, also die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die in unserer Erde, Mutter Erde halt produziert werden, geleistet werden, hat sich natürlich auch von 60 auf 85 erhöht, Billionen. Ja? Denn es bekommen immer mehr Schwellenländer dazu, die auch produktiver werden. China, ne, war vor 20 Jahren noch, waren alles noch Bauern, jetzt produzieren sie halt sozusagen in der Weltspitze. Und insgesamt ist also quasi diese Verschuldungsgrad also um 110% gestiegen, ist also nicht ganz so schlimm, hat sich also nicht verdreifacht. Nichtsdestotrotz hat sie sich erhöht, ja. Also nicht ganz so schlimm. Ja, gut, also das wird einfach hier nochmal erläutert alles. Es geht halt hauptsächlich um Schulden und so weiter, weil das Kapitel heißt ja auch so, ne? Und was ich halt ein bisschen kritisch finde, also was ich gerne kritisieren würde, weil das steht mir ja auch zu, genauso wie dir, wenn du das Buch liest, musst du ja nicht alles einfach eins zu eins übernehmen und glauben, sondern auch selber hinterfragen. Das ist das Allerwichtigste dabei. Es gibt ja auch noch ein paar andere Bücher, die auch Dinge ein bisschen anders darstellen. Hier wird eben im Zuge dessen, dass hier eben in den letzten 15 Jahren 110% Verschuldungsgrad erhöht wurde, gesagt, naja, dass die Zentralbanken ihr Pulver dadurch eben verschossen hätten. Ja. Und da gibt es andere Meinungen dazu, die sagen, die Zentralbanken haben ihr Pulver noch lange nicht verschossen. Vielleicht
ein Drittel, 20% oder irgendwie sowas. Ne? Gibt es unterschiedliche Meinungen und keiner so richtig kennt da die Wahrheit. Ja, und ich würde sagen, dass die Zentralbanken wahrscheinlich ihr Pulver noch nicht zur Gänze verschossen haben. Also ich würde dem widersprechen, was hier drinnen steht. Okay, lass mir mal so stehen. Ja, ich freue mich auf deine Meinung. Vielleicht hast du eine andere Meinung. Schreib es mir in die Kommentare. Ja, was ich jetzt noch ganz kurz aus dem Kapitel herauspicken möchte, und damit möchte ich es dann auch wieder belassen, wir sind bei 15 Minuten, möchte das Video nicht zu lang machen, ist das Thema Aktienrückkäufe. Das wird ja auch ganz kurz erläutert. Achso, hier dann nochmal ein Graph bei 100, Seite 151. Die Staatsschulden sind jetzt ungefähr auf dem Niveau wie in der USA, wie im Zweiten Weltkrieg. Ist auch ein netter Graph. Und das sind halt auch die, wie soll ich sagen, Statistiken in der Hinsicht, die für sich sprechen, könnte man so interpretieren. Also die Magie der Aktienrückkäufe auf Seite 153 möchte ich mal ganz kurz anreißen. Ja? Einfach in a nutshell, also ganz kurz zusammengefasst. Es gab schon immer Aktienrückkäufe von erfolgreichen Unternehmen. Das heißt, erfolgreiche Unternehmen bedeutet, die haben so viele Gewinne und Überschüsse, dass sie einfach sehr viel Cash angehäuft haben und nichts Besseres damit anzufangen wissen, als mit diesem Cash ihre eigenen Aktien zu kaufen. Dadurch entsteht eine Verknappung. Naja? Denn sie ziehen letztendlich die Aktien, die sie aufkaufen, aus dem Markt heraus. Dadurch sind einfach weniger Aktien insgesamt als Angebot da. Also sie erhöhen letztendlich künstlich die Nachfrage an ihren eigenen Aktien. Und das Angebot verknappt sich, also man könnte auch sagen eine künstliche Verknappung, ja, wenn man das ein bisschen negativ bezeichnen wollen würde. Und dadurch steigt automatisch der Preis jeder einzelnen noch verfügbaren Aktie. Und das ist das, was die ganze Zeit eigentlich auch passiert und zum Beispiel sehr stark auch passiert bei Firmen, die eben sehr, sehr viel Cash haben und dessen Aktienpreis eben sehr, sehr hoch gut wieder gelaufen ist, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal einen Namen, die Apple-Aktie. Ja, das steht jetzt hier, glaube ich, nicht drin, aber das ist zum Beispiel eine Aktie, die habe ich noch nie angefasst, weil die eben sehr erfolgreich sind und alles, sehr viel Cash aufgebaut, aber auch sehr viel Aktien ständig selbst kaufen und dadurch natürlich immer wieder den Aktienpreis in die Höhe treiben. Und man sieht ja, dass der Graph, vielleicht blende ich es hier auch noch ein, ja, von der Apple-Aktie, das ist ja kein stetig steigender Graph, also kein absolut solider Aufwärtstrend seit 20 Jahren oder so, wie zum Beispiel eine Visa-Card, ja, sondern das geht immer mal wieder runter und man sieht dann schon sehr, man könnte dann schon so sagen, dass die letztendlich immer wieder, wenn es wieder einen fetten Dip gibt, ja, weil einfach die Produkte ja nicht mehr so revolutionär sind, ja, es ist halt ein neues iPhone, es ist super geil, aber es ist einfach nur ein iPhone und da fehlt was Neues, ne? Weil die sind ja quasi zur größten Cash-Cow, zur Firma mit den größten Cash-Reserven der Welt geworden, indem sie eben über Steve Jobs damals. Ja, meine Schwester war 10 Jahre bei Apple, noch vor Steve Jobs und dann, als Steve Jobs dann weg war und wieder kam, ja, also über 10 Jahre war sie bei Apple und ich weiß noch, das war damals, mein Gott, die haben halt PCs und so hergestellt, ne, und dann wurde Windows immer besser und dann, ja, und dann musste Steve Jobs was Neues liefern, dann kamen eben diese Dinge, ja, wie Smartphone und iPad und so weiter. Und so eine komplett disruptive Neuigkeit, ja, wo so ein Market Shaker, sage ich immer, ja, das fehlt halt, da kommt halt jetzt nichts. Also sie machen jetzt verschiedene Sachen, es gibt jetzt auch einen neuen Streaming-Dienst und investieren in andere Bereiche und so weiter. Oder damals wie dieses Musik-Download und solche Sachen. Also so richtig. Richtige Market Shake, also um einfach zu rechtfertigen, diese Dominanz im Markt zu rechtfertigen und weiterhin auch diesen Cash Overload. Und der Markt sieht halt ab und zu mal das nicht und dann fällt halt einfach der Preis der Aktie. Und da könnte man meinen, dass dann extrem das Unternehmen ihre eigenen Aktien wieder zurückkauft, um einfach diese künstliche Verknappung zu erzeugen. Und dann sieht man eben im Graph, ich hoffe, ich schaffe es, dass ich hier einblende, sehr, sehr deutlich, und wie es dann wieder nach oben geht. Ne?
Das ist, glaube ich, schon ein, zwei Mal in den letzten 7 bis 8 Jahren ziemlich krass passiert, dass sich die Aktie, glaube ich, um 50%, also halbiert hatte oder sowas und dann wieder rauf. Jetzt momentan geht es ja wieder ziemlich rauf. Ne? Schauen wir mal. Ne? Wie das so ist, muss man sich dann einzeln anschauen bei den Aktien. Wie weit ja, Aktienrückkäufe. Ne? Das ist halt erst, er beschreibt es eben auch hier in dem Buch Max Otte, dass das solange das solange die Geschäfte laufen, ist es okay, weil dann einfach auf weniger Aktien die verbleibenden Gewinne umgelegt werden, dadurch steigt der Preis, ne, was ich eben gerade auch das, ein bisschen anders erklärt habe. Aber sollte es mal der Wirtschaft nicht mehr so gut gehen, dann könnte es ein Problem werden, weil der eigentliche Sinn und Zweck, an die Börse zu gehen, für jedes Unternehmen grundsätzlich ein IPO zu machen, ist, Kapital einzusammeln und nicht Kapital rauszugeben, um seine eigenen Aktien zu kaufen. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich ein Börsengang, der Sinn des Börsengangs ist. Ne? Und von daher mal an der Stelle nochmal erwähnt, also es ist nämlich ein sehr nicht zu unterschätzender Faktor in der Entwicklung unserer Aktienmärkte insgesamt. Relativ hoher Prozentteil, ich habe jetzt Apple genannt, aber andere Firmen machen das auch teilweise mit sehr viel Cash. Und viele dieser Aktienkurse, die sich ständig positiv entwickelt haben in letzter Zeit, ist zum gewissen Prozentsatz daraufhin zurückzuführen, dass die Firmen ihre eigenen Aktien kaufen. Und das an sich ist natürlich auch keine Rechtfertigung dafür, dass die Preise ständig weiterhin in den Himmel steigen. Denn dieses Spiel hat auch irgendwann sein Ende. Ne? Also das ist jetzt meine Interpretation. Okay, dass man sich das einfach nur im Hinterkopf behält. Ne? Wenn man einfach nur sieht, na, die Aktienpreise steigen, na, muss das, die Firma was richtig machen, muss das Unternehmen ja was richtig machen. Na gut, sollte man auch mal checken, wie viele Aktien haben die denn in letzter Zeit zurückgekauft. Ne? Okay, ja, damit möchte ich es jetzt erstmal belassen. Hier nochmal einen kurzen weiterer Graph, den ich kurz erwähnen möchte, Seite 155, wo einfach auch, da wurde auch von Finanzen.net hier Quelle angegeben, also kannst du auch auf Finanzen.net gehen und wo du zum Beispiel, wo man nochmal genau sieht, dass im 2015 die US-Zentralbank versucht hat, den Zins eben, die Zinswende herbeizuführen, ja, weil sie wissen, es ist eigentlich jetzt an der Zeit und jetzt eben wieder zurückfahren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Okay, damit soll ich es mal belassen für dieses Video. Jetzt sind wir wieder bei gut 20 Minuten. Gib mir einen Daumen hoch, wenn das interessant für dich war, wenn du weitere Videos in diese Richtung möchtest und schau hier oben, dass du meinen Kanal abonnierst, wenn du noch nicht abonniert haben solltest. Und das nächste Video siehst du hier oben auch. Ja, bis zum nächsten Teil. Toi, 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 halt die Ohren steif und viel Freude und viel Erfolg beim Investieren und Geld verdienen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Tschüss.